Guten Morgen, am nunmehr 16. September 2020. Ich bin hier heute tatsächlich am frühen Morgen mal auf der Baustelle, ausnahmsweise. Habe mir tatsächlich auch mal Urlaub genommen, weil heute der Tag der Tage für die Fenster ist. Man kann sie hinter mir sehen, die Fenster sind noch nicht eingesetzt. Heute sollen die aber eben eingesetzt werden und ich rechne auch damit, dass die Monteure hier in wenigen Minuten erscheinen. Und da wollte ich eben zum Einweisen bzw. überhaupt mal da vor Ort sein, einfach weil wir da an den Fenstern relativ viel rumgebastelt hatten in den letzten Tagen und Wochen, mehr oder weniger. Und da glaube ich, das ist glaube ich nicht selbsterklärend der aktuelle Zustand. Also die Fenster selbst, die waren ja hier auf Paletten angeliefert worden. Ein paar haben wir auch wieder zurück auf die Paletten gestellt, beziehungsweise es gibt zwei Festverglasungen, die wir nicht angefasst haben. Und ansonsten, man sieht es da hinten, die zweite Palette, die ist leer. Wir haben halt die Fenster hier nach innen getragen, um sie im Innenbereich dann zwischenzulagern und umzubauen. Und hier schaut es jetzt aus wie in so einer Fensterbauwerkstatt, mehr oder weniger. Also hier stehen die Fenster in ihre Einzelteile zerlegt. Da sind die unteren Teile von dem Fenster, da sind die oberen Flügel und die stehen halt an verschiedenen Stellen. Und hier in dem Bereich stehen vor allem die Rahmen. Also die hatte ich in vorangegangenen Videos vorgestellt, eben umgebaut. Da hatte ich diese Fensterkontakte eingebaut. Da gehen jetzt Leerrohre weg von den Fenstern. Und da geht es jetzt eben darum, dass die Fensterbauer, denen wird es natürlich alles nichts sagen, gehe ich mal stark von aus. Ich hatte ja auch das hatte ich gezeigt, hier das schon so weit vorbereitet, dass man die Fenster eben einsetzen kann, dass man hier ein bisschen Spielraum hat für das Leerrohr und dass man hier quasi dann rauskommt mit dem Leerrohr. Das geht dann nach unten weiter. All das hatten wir in den letzten Tagen noch vorbereitet, also gar nicht mal so sehr am Fenster selbst, sondern eben an den Schlitzen und an den Öffnungen für die Fensterkontakte im Keller. Das war ja ein bisschen ein Spezialfall. Da hatte ich die Leerrohre schon im Vorfeld verlegt. Da musste auch noch ein paar Vorbereitungen getroffen werden. Und jetzt sind meinerseits ist jetzt erstmal alles erledigt. Und jetzt geht es eben darum, die Fenster selbst zu installieren. Und deswegen bin ich heute hier. Eine Kleinigkeit, die sich seit dem letzten Mal verändert hat, wo ich eben nochmal am Fenster selbst etwas gemacht habe, sind die kleinen, ja, einfachen Fenster, sage ich mal, die einflügeligen Fenster, die eben nicht bodentief sind. Also das wären diese vier hier insbesondere. Die liegen halt hier auf diesem Profil auf. Und da ging bis in den letzten Videos ging das Kabel eben seitlich Leerrohr heraus, ein dünneres Leerrohr, das hier in dieses Profil gepasst hat. Da hat sich aber herausgestellt, gerade als ich im Keller da herumgearbeitet habe, dass das doch eine recht fummelige Angelegenheit ist. Ich hätte ja dann dieses Leerrohr und ein weiteres Leerrohr überführen müssen und das hat mir nicht so gut gefallen, auch aus Wartungssicht, wenn das da seitlich irgendwie mit Knicks ist, mit einem Knick hier und dann dem weiteren Knick irgendwie hier, wo es wieder nach unten geht. Hat mir nicht so gut gefallen, haben wir ein bisschen anders gelöst. Das war jetzt auch kein großer Aufwand, weil die Verkabelung des Verschlusses, die Fensterkontakte, die waren ja alle schon da. Das heißt, ich musste nur das Leerrohr tauschen. Das ging relativ schnell. Dafür habe ich einfach jetzt von unten vom Profil einfach nach unten durchgebohrt. Und da kommt jetzt halt das Leerrohr raus. Das geht dann bis in den Fensterrahmen rein. Und da gab es ja das Kabel schon. Das war, wie gesagt, innerhalb von wenigen Minuten passiert. Das war nicht das Problem. Und dementsprechend habe ich jetzt hier bei fast allen Fenstern eben gute Möglichkeiten, das Kabel auch im Nachgang nochmal auszutauschen, da was anderes einzuziehen. Da bin ich guter Dinge, dass das klappen sollte. Und der einzige Spezialfall wäre eben im Kellergeschoss. Auch da zeige ich euch nochmal die letzten Vorbereitungen, die wir gemacht haben in den letzten Tagen. Und wie gesagt, heute wird das alles verbaut werden oder heute in den Rest der Woche mal sehen, wie lange sie tatsächlich brauchen. Aber spätestens dann kann man ja dann nicht mehr, ist es nicht mehr zugänglich, dann sieht man nicht, was da passiert ist. Und daher gehe ich jetzt mal kurz in den Keller. Ich stehe jetzt hier unten im Kellergeschoss in meinem späteren Büro. Das ist hier noch gar nicht so hell, wie ich gehofft habe. Also das ist hier eine relativ düstere, dunkle Stimmung. Aber das ist halt jetzt das, was ich anbieten kann und das muss jetzt an der Stelle eben genügen. Zuvor war es ja eben so, dass die Fenster, glaube ich, noch hier im Bodenbereich haben wir die einfach abgestellt, inklusive der Flügel und allem. Jetzt haben wir in der Zwischenzeit zum einen die Kabel hier eben in die Leerrohre eingezogen. Also ich habe die Leerrohre eingekürzt. Auch das war jetzt noch ein Schritt in den letzten Tagen. Das oben brauche ich ja nicht mehr jeweils. Das habe ich jetzt mal zugeklebt für den Fall der Fälle, falls irgendwie in 20 Jahren mal andere Fenster kommen. Und hier unten das Leerrohr eben auch eingekürzt und abgeschnitten. Dann haben wir die Kabel durchgezogen. Auch das war, also das war in 5 und 6 Fällen überhaupt kein Problem. Die ließen sich da problemlos durchziehen. Problematisch war dieses Rohr hier.
Also da, das war ein bisschen ein längerer Kampf, aber letztendlich hat es auch geklappt. Die Kabel gehen dann jetzt eben nach oben, da wo, im Wohnzimmerbereich, da werden die dann halt verdrahtet oder die Signale ausgewertet. Jetzt beim Einsetzen geht's eben, muss man halt schauen, dass man das Kabel parallel zu dem Einsetzen selbst nach, ja, einzieht. Das ist ein bisschen ungünstig hier in dem Fall, aber lässt sich eben nicht anders lösen. Wir haben der Einfachheit halber, wie man hier sehen kann, auch die Flügel nochmal ausgebaut. Also auch das ist hier ein ganz einfacher Mechanismus, das sitzt hier drauf. Hier oben ist irgendwie so eine Art Bolzen, den kann man dann eben nach unten rausziehen und dann hat man im Prinzip schon das Fenster in der Hand. Da habe ich auch was gelernt in den letzten Tagen und Wochen. Das ja, ist mir gar nicht. Irgendwie ist klar und logisch, dass das einfach gehen muss. Die Fensterbauer machen sich das Leben ja auch nicht unnötig hart, aber wie schnell und einfach das geht, war mir gar nicht bewusst. Jedenfalls Flügel ausgebaut, einfach um weniger Gewicht zu haben, um hier besser hantieren zu können. Dann haben wir den probeweise eben schon mal eingesetzt, diesen Rahmen jetzt in dem Fall. Die Kabel parallel dazu eingezogen, wie gesagt, von der Angelegenheit. Und jetzt ist der Rahmen soweit drin. Der ist jetzt hier ein bisschen fixiert von Leerrohr und irgendwelchen ja, Polsterungen, Schaumstoff oder sonst wie, dass der einfach an Ort und Stelle erstmal sitzt. Der wird nachher, da muss man mal mit der Wasserwaage gucken und ich bin mir nicht sicher, wo man diesen Spalt dann lässt, hier oben oder da unten oder wie auch immer genau das dann aussehen hat. Der ist jetzt noch nicht fixiert. Die, was die Monteure halt machen werden nachher, ist ja die Fixierung. Also hier sind auch schon ein paar Löcher vorgesehen. Die werden da halt ja, auf jeder Seite zwei Löcher bohren, das Ganze irgendwie verankern, verdübeln. Und dann ist der Fensterrahmen soweit drin. Dann setzt man die Flügel wieder ein und dann sollte das Thema gegessen sein mit diesem Fenster. Bei den anderen zwei muss ich halt mit hinlangen mit den Kabeln, dass wir das vernünftig gelöst bekommen. Hier sieht man eben auch diese Überführung. Also hier, wie gesagt, das dickere, in dem Fall M20 Leerrohr. Und hier unten das dünnere, das im Profil verläuft. Das sind irgendwie so 13 mm gewesen, glaube ich, Innendurchmesser und auch knapp 20, also vom Außendurchmesser her passt das gerade so in dieses M20 Leerrohr eben. Und dementsprechend wird das dann hier halt überführt, geht dann da über und ist dann ähnlich wie eben auch hier schon, sitzt das dann eben in dem Ausschnitt, in dem dafür vorgesehenen Ausschnitt. Die Fensterflügel selbst, die haben wir hier unten auch zwischengelagert. Die hatten wir, wie gesagt, erst kürzlich ausgebaut. Also ich hatte die Arbeiten, die mit dem Kontakt und so alles mit Flügel gemacht. Erst im Nachgang habe ich jetzt die Flügel hier ausgebaut, einfach weil das dann deutlich angenehmer ist, wenn das Ganze nicht so viel wiegt mit diesen fummeligen Kabel-Einzieharbeiten und so. Ist eben sehr viel angenehmer, so zu arbeiten, als mit dem ganzen Gewicht. Und ein ähnliches Bild ergibt sich eben im zweiten Raum, beim dritten Fenster, hier gegenüber vom Büro. Auch hier ist quasi der Fensterrahmen, dort ist der Fensterausschnitt oder die Öffnung halt für das Fenster. Und hier befinden sich die Flügel. Auch hier haben wir die Kabel schon eingezogen, die sind ein bisschen länger. Wir hatten das Fenster eben hier zwischengelagert, einfach weil hier noch eine Baustütze im Weg ist und auch das ist nochmal abgestützt. Und das wollten wir jetzt nicht hier wochenlang entfernen, daher haben wir das erstmal drin gelassen. Das kommt dann heute oder im Laufe der Woche sicherlich weg, wenn man sich diesem Fenster dann eben widmet. Und dann kann aber das Fenster auch hier eingesetzt werden, eben ähnlich oder genau gleich wie auch schon in den anderen Räumen. Wie gesagt, der Keller, das ist die fummeligste Angelegenheit. Bei den anderen Geschossen und bei den anderen Fenstern ist das weitaus weniger fummelig. Und ja, bei den Fenstern muss ich definitiv mit hinlangen. Hier im Erdgeschoss gibt es eben drei Fenster, die nicht bodentief sind. Ein weiteres gibt es oben im Obergeschoss. Und das sind eben die Fenster, die ich auch nochmal umgebaut hatte, wo das Leere zuvor eben seitlich aus der Profil, aus der Schiene herauskam. Und jetzt geht das eben senkrecht durch dieses Profil hindurch und geht es einfach senkrecht nach unten. Das vereinfacht so ein bisschen die Führung und macht es eben möglich, dann dickeres Leerrohr M20 zu verwenden. Einfach für den Fall, dass man da irgendwann doch nochmal hin müsste. Ich habe jetzt, hier sieht, kann man sehen, wie das eben vorbereitet ist, jetzt in dem Fenster, wo es eben nachher eingesetzt wird. Da haben wir jetzt mit einem Dosenbohrer ein ziemlich großes Loch gemacht, in etwa an der Stelle, wo das sitzen wird. Gemessen relativ immer zu dieser Öffnung hier, aber letztendlich kann man sich nie so sicher sein, auch Millimeter genau, wo das Ding dann enden wird. Und daher habe ich ja, mich dazu entschlossen, hier ein größeres Loch zu bohren. Das Ganze dann eben durchgebohrt mit einem passenden Bohrer hier dann seitlich, welches in diese Öffnung hier geht. Und von da aus würde das Leerrohr dann eben nach unten auf den Boden geführt werden. Wir haben der Vorbereitung wegen oder halt um das nachher leichter zu machen, auch überall nochmal so ein Einzugdraht irgendwie eingezogen, um das Ganze eben
im Fall der Fälle, falls man da mit dem Lehrer nicht durchkommt, das Ganze eben einziehen zu können. Und auch das sollte dann uns das Leben an der Stelle einfacher machen. Und dieses Loch oben im Fensterbrett quasi, da wo das Fenster sitzen wird, muss man nachher halt dann verfüllen mit Bauschaum, mit Spachtelmasse, mit Füllmasse. Muss man mal sehen, wie gut man nachher hinkommt, wo das Fenster genau sitzen wird. Aber das sollte dann hoffentlich dicht sein. Da sitzt ja nochmal das Fensterbrett oben drüber und da mache ich mir jetzt relativ wenig Sorgen. Und hier jetzt nochmal ein ganz kurzer Eindruck von oben aus dem Obergeschoss. Das ist aber im Wesentlichen eben ähnlich wie auch im Erdgeschoss. Das Fenster ist eben ja, eine Festverglasung im unteren Bereich hat. Man kann es hier jetzt sehen. Es gibt halt seitlich wieder diese Bohrung in der Fensterleibung. Dann nach unten weg den Schlitz. Daneben gibt es nochmal einen weiteren Schlitz. Der hat aber jetzt für heute erstmal keine Relevanz mit den Fensterkontakten. In diesem Schlitz würde eben das Ganze nach unten zum Boden hingeführt werden. Und von da aus dann eben weiter in die Auswertung. Und das haben wir hier eben ja, in allen Räumen soweit gehandhabt, hier auch im Obergeschoss. Hier im Obergeschoss gibt es bis auf eine Ausnahme eben nur bodentiefe Fenster, diese doppelflügeligen. Und hier an der Stelle gibt es eben so ein doppelflügeliges, nicht bodentiefes Fenster. Und da haben wir aber vom Prinzip her dasselbe gemacht. Wir haben hier zwei Löcher gebohrt in den, ja, in den Fenster, in der, also in die, da wo das Fenster eben aufliegt, nach unten hin, haben dann durchgebohrt und hier nochmal wieder ein Draht als Einzugshilfe eingezogen. Und das Ganze wird dann auch hier wieder zum Boden hingeführt. Dann haben wir, man kann schon sehen, auch versucht hier das halbwegs ordentlich und sauber zu halten. Gelingt einem natürlich nicht an allen Stellen auf der Baustelle, aber grundsätzlich ist es natürlich auch schön für die Monteure, wenn sie eine saubere Baustelle eben hier stoßen und eine saubere Baustelle vorfinden und insbesondere weniger Schmutz und weniger Schutt, der da herumliegt, heißt auch irgendwie weniger Verkratzungen, weniger Verstaubungen, Beschädigungen, was auch immer, kann nicht schaden, wenn es ab und an auch mal hier sauber ist. Ansonsten haben wir eben in den letzten Tagen, das kann man ja hinter mir ganz gut sehen, eben die Zeit genutzt, um hier die Wände aufzuschlitzen, die Unterputzdosen zu setzen. Ich war da sehr, sehr, sehr großzügig. Ich bin da, glaube ich, mittlerweile bei fast 200, 250 Dosen pro Geschoss. Wir sind noch nicht überall ganz fertig. Da, wo halt jetzt die Fenster stehen und so, die wollten wir jetzt nicht noch ein weiteres Mal anfassen, umparken und so weiter. Das machen wir dann ein anderes Mal. Aber an vielen Stellen befinden sich eben hier schon die Löcher für die Unterputzdosen und die Schlitze für die Schläuche. Das ist dann im Detail doch recht zeitaufwendig. Ich hatte hier viele Helfer und vielen Dank an der Stelle. Das war hilfreich. Ansonsten wäre ich definitiv noch nicht so weit. Die Löcher, das geht noch relativ schnell und unproblematisch. Die Schlitze dann, die dann dazukommen, das dauert dann doch eine ganze Weile. Also zum einen das Schlitzen mit der Fräse, dann das Herausbrechen, das Nacharbeiten, all das sind halt ja, zeitaufwendige Unterfangungen und vor allem aber macht das halt eine Menge Schmutz und ich bin nicht schade drum, dass das eben erledigt worden ist, bevor die Fenster drin sind. Denn ja, man konnte jetzt immer hier so ein Fenster schnell heraus, den Bauschutt irgendwie nach außen bringen, all das wird nachher nicht mehr so einfach möglich sein und überhaupt die Menge an Dreck und Staub, die da irgendwie anfällt, das kann nicht schaden, wenn man das erledigt hat, bevor eben die Fenster eingesetzt worden sind. Ich warte jetzt eben, wie gesagt, auf die Monteure. Die sollten jetzt hier in wenigen Minuten eintreffen und dann geht es hier eben mit der Montage der Fenster los. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da tagsüber besonders viel filmen kann und filmen darf und filmen will. Wahrscheinlich eher nicht. Deswegen werde ich mich dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen, vielleicht am Abend, vielleicht in den nächsten Tagen irgendwann im Laufe eben melden und das Ganze auch wieder dokumentieren, wie der Zwischenstand ist mit den eingesetzten Fenstern. Ansonsten, ja, sehen wir uns eben, wie gesagt, beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.